Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.28 haben wir einen altbekannten, den New Actros Plastic Parts and More. Ja, vom 6.10.14 wollte ich schon sagen. Nein, 17 natürlich. Wir haben ja 2017 und da wurden ein paar Sachen gefixt. Der Anhänger, der gehört nicht dazu. Nur mal so just for info. Wir wollen uns diesen LKW angucken, weil ich auch schon des Öfteren wieder gefragt wurde, wo gibt's den LKW? Weil ich den ab und zu mal im Video gezeigt habe. Unten in der Videobeschreibung gibt's den. Ja? Unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, den einen oder anderen geht jetzt ein Licht auf. Gut, alles klar. Gehen wir doch erstmal zum Mercedes-Händler, weil da werden wir ihn finden. Der Mod ist auch nicht groß. Der ist wirklich ganz 19 MB und die braucht ihr auch nicht entpacken. Also gepackt lassen, so wie die Datei ist und dann rein in euren Mod-Ordner. Und so sieht er erstmal aus. So, jetzt habe ich wieder Hintergrundgeräusche, weil ich ja den LKW schon gebaut habe, aber es macht ja nichts. So, wir haben natürlich wieder drei Kabinenvarianten. Wir nehmen mal die größte, aber wir haben jetzt eine schöne Auswahl an Fahrwerken. Wir können unseren ein bisschen tiefer legen, low, ne? Wir können quasi ein 6x2, dann hier nochmal ein 6x24, also mit Liftachse, dann hier hinten eine Liftachse, ein bisschen der Radstand weiter und wieder verkürzt und. Ihr könnt natürlich einen Schwerlastzug draus machen. Also, wenn ihr sowas sehen wollt, Hashtag Schwerlasttransport, oder Schwerlasttransport, dann würde ich da auch gerne mal wieder was machen. So, dann haben wir auch Motorenvarianten und da wisst ihr, gucke ich immer ganz genau drauf, ob sich da was ändert und ich könnte ja mal die Farbe ein bisschen ändern, dann sieht man das wahrscheinlich viel, viel besser. Hier, man kann die Motoren ändern bis auf, ja, 625 PS, wir haben auch 12,6, also für alle, die so wie ich ein G27 haben und mal selber schalten wollen und nicht hier mit Shifter und sonstige Sachen agieren, ja, dann kann man hier 6-Gang auswählen. So, ja, mit Retarder, ohne Retarder bis 16-Gang. Innenraum kann man auch wählen. Das ist immer hier dieses Problem. Es könnte durchaus möglich sein, dass man hier reingeht und dann ein Lenkrad draufsetzt, aber es macht er nicht. Nee. Dann könnt ihr leider nicht nach England fahren. Gehen wir wieder zurück und suchen erstmal die Holzvariante, weil, ja, ist wirklich nur, ja, hier der Sitz ändert sich. Ihr seht es. Ach, Mann. Ich suche mal den Sitz. Hier werden die Zierleisten, sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Ja, hier ist es so, ja, das sieht eigentlich besser aus als das Holz, ne? Aber ihr könnt es ja reinschreiben, wir lassen es mal so. Dann können wir natürlich Lackierung auswählen, so wie ihr möchtet, ne? Auch die Flaggen werden angenommen, gucken wir mal, ja, die Firmen, aber naja, muss jeder selber wissen, ob er sowas mag, ne? Im Grunde genommen basiert es ja alles auf den Standard-LKW. Nur gewisse Sachen wurden angepasst und wir lassen jetzt einfach mal diese Farbe und gucken mal an. So, schauen wir mal. Und das finde ich eine schöne Sache. Die können wir den Tank ein bisschen verkleinern. Ob sich dann der Tankinhalt ändert, das konnte ich jetzt noch nicht so richtig rausfinden, aber das könnt ihr gerne in die Videobeschreibung reinmachen. So, hier nimmt er sogar die Lackierung von den Riffelblech von der Lackierung vom LKW an. Es wurden eigentlich gefixt ein paar Sachen hier mit den Öldruck und etc. Das wurde, so wie ich es mitbekommen habe, gefixt. Und jetzt können wir hier sogar mit Chromleiste, dann Plastik, wenn ihr halt mit Aldi unterwegs seid oder weiß der Geier, kann man alles selber auswählen. Hier nehmen wir die beste Variation. So, jetzt haben wir es. Wir können hier eine Leiste ranmachen oder einen fetten Endtop. Macht aber nicht viel Sinn, wenn wir hier an der Seite schon einen Endtop haben. Dann müssten wir wahrscheinlich, na, sowas hier nehmen. Ja, uns bleibt es ja frei. Ne? Wir haben ja genug Auswahl. So, dann können wir lackiert. So halb lackiert. Schwarz. Wir wollen es aber richtig zu haben.
So. Hier ändert sich der Schriftzug da hinten, Actros. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Mercedes, wir machen das. Gut. Hier hinten können wir noch ein paar. Ja, wird nicht angezeigt. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Nennen wir es einfach mal Platzhalter. Und hier könnten wir die Seitenwings hier machen. Lackiert und unlackiert. Hier seht ihr es auch. Hier oder komplett schwarz. Auch hier oben alles offen. Aber wenn, dann machen wir komplett. Man sieht auch, und das finde ich gar nicht mal so schlecht, man kann hier noch eine Beleuchtung ranmachen. Und ihr könnt entscheiden, wir machen mal Licht an, wie ihr die Beleuchtung haben wollt. Ja, ob ihr ein bisschen heller. Ich kann jetzt auf den ersten Blick nichts erkennen, ob da jetzt irgendwie heller oder scheinen die größer zu sein. Ja, so richtig erkenne ich es jetzt nicht, aber wir machen einfach mal 100%. Und dann lassen wir es erstmal. So, hier an der Seite stört uns dann natürlich was. Der Türgriff. Und hier die einzelnen Lackierungen. Moja. Gut, wir machen mal richtig Lackierung. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel so eine Gummischmutzkante. Einmal mit und einmal ohne. Ich finde es ja mit dieser Kante ziemlich gut. Aber in den Reifen kann man ja, wie gesagt, auch selber noch ein bisschen was machen. Gut, hier lackiert. Klicken wir weg, den Tritt. Und könnten wir sogar schön verchromen. Aber Chrom ist nicht mehr so meine Sache. Ah, ja, hier auch noch alles so verchromt. Muss dann aber jeder für sich denn auswählen, wie er es quasi mag. Und ich mag es so. Und jetzt haben wir die richtigen Tagverleuchten richtig schön hell. Hier können wir mal eine kleine Chromkante reinmachen. Das ist jetzt nicht so wild. Na, komm. Nee, da muss ich wirklich sagen, dann finde ich das ja das erste besser. So, hier unten. Schön lackiert oder unlackiert. Das kann man so machen. Das ist der SISL-Mod. Findet ihr im Steam Workshop. Und jetzt kommen wir hier vorne hin. So, wir haben Kunststoff. Lackiert oder verchromt. Wir machen lackiert. Gehen wir hier drüben hin. Dann könnten wir den Stern hier ausfüllen mit Farbe. Normaler Stern oder beleuchteter Stern. Dann gehen wir hier unten hin. Dann machen wir hier so eine Verzierung rein und das kann man schon machen, so eine Verzierung. Ja, also das geht schon. So, man kann auch voll verchromt machen, aber wir wollen übertreiben. Sowas hier bin ich jetzt nicht der große Freund davon, darum ab damit. Hier, das sieht ganz gut aus, aber ich nehme die Version und wir haben Möglichkeit, hier auch noch ein paar Lichter ran zu machen. Das finde ich eine schöne Sache. Selber noch ein bisschen entscheiden. So, das ist hier ein Extra-Mod. Den finde ich ganz gut. Findet ihr auch über den Steam Workshop. Aber offiziell ist eigentlich das hier drin. Könnt ihr selber hier noch ein bisschen gestalten. Oder hier Blinklicht daran. Aber wie gesagt, kann jeder selber machen, ne? Wie viele Lampen. Also, wenn man unterwegs ist, dann sieht man eigentlich, dass die LKWs nicht allzu viel da immer an Lampen am Start haben. Das ist ja auch ein extra Mod. Den habe ich auch schon mal im Video gezeigt. Wenn nicht, dann müsst ihr einfach mal in die Videobeschreibung oder einfach auf meinen Kanal vorbeischauen. Da findet ihr das. So, wir machen jetzt noch hier Komplettlackierung. Dann sieht er erstmal so aus. Oh, hübsch. Toll. Schnell zusammengeschustert. Und jetzt nochmal Innenraum. Wir haben ein anderes Lenkrad genommen. Wir nehmen mal das silberne. Wir können sagen, dass wir GPS, weil wir wollen ja wissen, wo wir langfahren, können hier noch ein paar Sachen reinlegen. Und wichtig ist für mich natürlich, dass ich hier die Edeltraut wieder mitnehme. Und hier Katzenpaule. Oder wie auch immer sie heißt, ne? Ihr wisst ja, wie sie heißt.
So, noch so ein Kikifax, dass wir uns heimisch fühlen und dann haben wir unseren LKW fertig. Ja, schönes Gerät, den haben wir schon öfters gesehen, aber wie gesagt, da musste irgendwas mit dem Öldruck, war da nicht ganz so korrekt und jetzt sollte es wieder funktionieren. Für die Version 1.28, es kommen ja immer wieder ein paar neue Leute dazu. Gut, dann gehen wir mal schnell raus und schmeißen den Motor an. Und viele haben es wahrscheinlich schon wieder gesehen. Wo ist der Maximus? Ja, wo wird er sein? Könnt ihr in den Kommentar wieder reinmachen. So, wir machen den Motor an. Ich sag nur, ich bin auf der Insel, die das erste Mal bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Die haben sich qualifiziert. Dafür hupen wir mal. Standardhupe, normale Hupe, Blinker. Ja, wie gesagt, der New Actros ist schon ein schönes Gerät, ne? So, wir haben jetzt einen Scania gefunden. Ja, und ich weiß nicht, wann der neue Scania rauskommt. So. Wenn er rauskommt, mache ich natürlich gleich oder so schnell wie möglich einen Livestream. Also nichts verpassen, sollte man vielleicht den Maximus abonnieren. Oder man guckt ab und zu mal vorbei. So. Wir gehen mal kurz nach innen. Na, Edeltraut, alles funktioniert hier. Und ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Den haben wir ja natürlich schon öfters gesehen. Und wir schauen mal immer wieder nach, was der so Neues bringt die nächste Zeit. Und damit macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.